Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Okay. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, wir stehen hier nicht genauso unter Zeitdruck. Und irgendwie... Hier gibt es elektrisches Licht. Wo sind wir? Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Leute, Justice, wir sind immer noch in Paris, aber... Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Okay. Wir müssen die Metro finden. Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution, findest du nicht? Und weniger Enthauptung gibt es auch. Scheiße, das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt! Tempo! Oh Gott, da lang. Wir haben's hier unten. Komm schon, rein mit dir. Puh. Wir haben auch nicht viel Zeit. Finden, wo es weitergeht. Gehen wir erstmal hier rüber. Guck mal, hier unten geht's raus. Aber wollen wir wirklich wieder raus? Nein, hier geht's nur nach oben ein Stück. Okay, hier sollen wir vermutlich nicht lang. Okay, Leute, okay. Hier lang, denke ich mal. Wow! Jetzt aber schnell. Komm schon, komm schon. Komm, Arno. Keine Zeit verlieren. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ist das krass. Und da soll mal jemand sagen, Assassin's Creed hat nichts Neues. Ich finde das gerade einfach nur mega beeindruckend und irgendwie. Oh Mann! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Komm, Arno, schneller! Nein, Arno, komm! Alter, was ein Level! Was geht hier Phase? Wir sind draußen. Okay, hier können wir hoch. Bitte was? Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Ob und wie? Seht euch das doch mal an. Ah, nein! Schnell hier noch verstecken. Jetzt schnell weiter. Oh Mann, was zum Teufel ist bitte schön hier los?
Hier fliegt alles durcheinander. Bleibt dann ja wirklich nur Zeit von Balken zu laufen. Und da müssen wir hoch? Ernsthaft? Was macht die Freiheitsstatue hier? Ich weiß ja, dass das ein Geschenk war an die USA, aber dass die zu dem Zeitpunkt noch hier steht? Krass. Einfallen lassen, wie wir da hochkommen vor allem. Aber ich würde sagen, ich habe schon eine Idee. Schnell, da müssen wir uns beeilen. Hoch, 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 Arno, hoch! Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Lass mal noch warten. Fliegt uns zu viel um die Ohren. Ich glaube, ich habe keine Zeit zum Warten. Zack. Ah, komm schon. Wow. Portal. Ich tue, was ich kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Schnell! Komm schon, komm, 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 komm. Oh, wow, wow, wow. Oh, wir sind durch. Paris. Oh, Mann. Das war also eine Serverbrücke. Puh. Na gut, gucken wir mal weiter. Wir sind wieder hier. Jetzt? Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Das ist gut gesagt. Geldverdiener, erkunden Sie Pariser Geschichten, Überfälle und Risse, um Geld zu verdienen. Bessere Waffen und Ausrüstungsstücke kosten mehr Geld. Ist schon klar. Drücken Sie auf um die Karte zu öffnen. Drücken Sie L1 oder L1, um einen Filter auszuwählen und die Anzahl der angezeigten Symbole zu verringern. Boah. Ach Gott, Leute. Was war das? Bitte. Das ist doch einfach zu krass. So, und ich würde behaupten, wenn wir einmal hier sind. Können wir eigentlich auch gleich hier hoch. Nochmal. Um das zu erledigen. Was wir immer tun. Ich den Aussichtspunkt einnehmen. Gucken wir, da kommen wir rüber. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Seite finden. Ja.
gucke mal, schau, was man hier findet. Einen perfekten Aufstieg. Zack. So. Mal rüber mit uns. Oh Mann! Ist das krass einfach. Dann synchronisieren wir uns mal. Einfach heftig, wie groß diese Stadt ist schon. Es ist so heftig. Da. Hinunter mit uns. Batz. So, und schon liegen wir wieder mitten in der Menge. Wir haben einen weiteren Aussichtspunkt erklommen. Gucken wir mal. Le Patriote 1791. Die Armeen des Fürstbischofs und seiner Verbündeten bedrohen unsere Brüder. In Liege. Ihre junge Republik kann der Habsguter Kriegsmaschinerie nicht lange standhalten. Sollten sie Schutz in Frankreich suchen, weisen wir sie nicht ab. Nur wenige Zuschauer wurden bei der gestrigen Aufführung von Le Barbiere de Seville hingesichtet. Man geht davon aus, dass im Lichte der jüngsten Ereignisse die Aura der Oberschicht, die den flamboyanten Stückeschreiber Beaumarchie und Flor die Amüsierwilligen fernhält. Unbekannte Schufte haben sich mit einem Teil der Kronjuwelen davon gemacht. Da die Juwelen der Staatsschatz Frankreichs gehören, sind die Diebe hoch auf Verräter, meldet jeden verdächtigen Hehler sofort. Bürger Mibrau hat die Wahl zum Präsidenten der Kostinier für sich entschieden. Nach einer langen, abwechslungsreichen und großen Karriere wird der Respekt, den er sich verdient hat, Frankreich einiges bringen. Und das letzte Beitrag, obwohl einige fehlgeleitete Individuen gerne ein Stück der Bastille besitzen wollen, ist der königliche Baudirektor in dieser Sache anderer und noch dazu rechtlich überlegener Auffassung. Er bittet darum, diese Praktik zu unterlassen. Okay. Ein sonderbar aussehendes Symbol. Wir können damit interagieren, aber es bringt uns nichts. Da oben auf dem Turm scheint ein Riss zu sein. Aber das werden wir ein anderes Mal machen. Jetzt werden wir uns erstmal weiter unseren Aufgaben widmen. Den Verbrecher töten. Mach es dir doch selbst einfach. Sag mir, wen du willst. Oh Gott, was wollt ihr von mir? Du bremst, Schatz. Wir finden schon Rede. Mal ich erwisch dich schon, du Rechter. Halte den ein und die Köln. Was wollt ihr denn jetzt von mir, bitteschön? Ist doch nicht wahr. Ich glaube, es sagt. Zumindest hatte ich Hilfe. Ja, ich glaube aber, die Alarmglocken kann man ständig ausschalten. Das ist ja cool. Das wäre mal was ganz Neues. Aber um das gute Teil kümmern wir uns später nochmal.
haben jetzt noch wirklich mehr als genug zu tun. Und ich möchte auch ein bisschen Abwechslung hier reinbringen und nicht immer dasselbe machen. Deswegen geht's erstmal hier lang. Wie es aussieht, für mich jetzt erstmal baden. Isan Luis. Die Kurmission. Da werde ich auch später wieder dazu kommen. Ich habe schon einen Kollegen der mit mir die Mission machen wollen würde. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal auch tun, je nachdem, wie wir Zeit finden. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Da, mal gucken, was der Rat. Hallo? Gucken wir mal, wir haben jetzt etwas Geld gesammelt. Vielleicht können wir ein paar lustige. Es kostet alles viel zu viel. Ich kann es auch hacken. Ich kann es mir auf jeden Fall leisten. Wollen wir das einfach mal probieren? Ob wir eine Waffe hacken können? Aber dann suche ich mir schon was raus, wo sich das auf jeden Fall lohnt. Okay, also das ist nicht das, wonach es mir trachtet. Bastardschwert. Zwei Hände. Schaden ist mehr. Geschwindigkeit und Reichweite sind weniger. Ein langes Schwert. Vielleicht aber auch einfach nur. Der Offizierssäbel. Das Katana, das ist natürlich mega krass. Schlangengriffschwert. Königlicher Entersäbel. Huhu, 1000 bei Hacken. Was wird passiert, wenn ich es nicht schaffe? Wollen wir es einfach mal probieren? Komm, lass es uns einfach mal probieren. Oh. Dazu brauchen wir Helix Credits. Ich verstehe. Momentan haben wir gerade mal 200. Das heißt, das reicht noch nicht, um uns irgendwas zusammenzuschustern. Es tut mir leid. Ich hatte gedacht, das besteht jetzt aus irgendwas, was wir in-game machen können. Aber naja. Nichtsdestotrotz haben wir ja erstmal eine gute Waffe. Okay, dann heben wir uns unser Geld noch auf. Und gucken, dass wir uns irgendwann was Lustiges leisten können. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Bestens. Und euch? Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von de la Serres Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug.
Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thune. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Wie er wünscht. Und wir haben sie endlich. Die Phantomklinge. Und damit, meine Freunde, beenden wir jetzt erstmal diese Folge. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal eingeschaltet hattet und hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed Unity hier bei mir auf VuerLP. Auf Wiedersehen. The